Habt ihr es gesehen? In Deckung! Wo kommen die alle her? Ich bin hier festgenagelt! Hier wird's brenzlig! Gehe in Deckung! Scheiße! Anna ist noch. Ist da noch jemand? Ist hier oben? Ach, da. Ich bin richtig, richtig blind. Es wird geschossen. Moni. Ich habe schon gerade ein bisschen Hunger, Chat. Das ist ein bisschen ungünstig. Fallschaden gibt's ja eigentlich nicht, ne? Wir riskieren es mal lieber nicht. Die sind alle schon ausgelöst hier, die Fallen. Das kann Bagley nicht machen. Büste auslösen. Frage ist, muss ich mich jetzt... Geht hoch? Muss ich mich jetzt irgendwo verstecken, wenn ich jetzt beide hier reinschicke? Weil die jetzt gleich kommen und hier rumballern? Ja gut, da ist es. Okay, wir müssen kurz warten, bis wir Spidey wieder haben. Dauert einen kleinen Moment. Ich habe nicht drauf geachtet, dass da Fallen drin sind, wo man es hört. Ich weiß nicht, ob es was bringt, da drauf zu schießen. Aber ich meine, hier ist extra was für Spidey. Spidey ist gleich ready. Warte, was genau soll ich jetzt hier drin machen? Ich muss doch drauf schießen. Ja, hier ist es jetzt auch im Regenwald. Aber das reicht noch nicht. Ein weiteres Kühlsystem arbeitet noch. Die Temperatur steigt halt deutlich an. Soll ich den Notruf wählen? Oh Gott, Bex, du hast Aussetzer. Ja, das Denken fällt schwerer. Jetzt bin ich fast auf deinem Level. Die Überhitzungsprotokolle sind aktiviert. Meine Datencontainer sind über dir. Nutz die Drohne, um hochzukommen. Okay, wird gemacht. Welche Drohne? Erstmal mit drauf bleiben. Echt jetzt? Ah!
Oh, muss ich drauf schießen mal wieder. Arm ab. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde, aber nach meinen Berechnungen wird eure Effektivität stark abnehmen, wenn ich nicht mehr bin. Mach dir um uns keine Sorgen, Bex. Du hast uns sehr viel beigebracht. Danke, und es tut mir leid, dass ich vorhin gesagt habe, ich ficke eure Mütter. Ich dachte, wenn ich euch beleidige, wird das hier vielleicht einfacher. Ich distanziere mich von all diesen Aussagen, die Bagley in diesem Spiel trifft, okay? Was für ein... Ich hatte eine Liste mit Zielen, die jetzt niemals erreicht werden. Hä, warte, der letzte ist... Schick uns deine Pläne und wir setzen sie um. Versprochen. Komm, mach dich nicht lächerlich. Ihr wisst nicht mal, wie ihr anfängt. Was war das denn? Das zählt nicht, Chat. Was war das jetzt für ein... Ich bin einfach runtergefallen. Ich bin die Leiter runter. Und bin einfach runtergefallen. Wie so ein Brett. Das ist gemein. Warte, hier müssen wir zuerst hin. Toll, komme ich jetzt hier wieder überhaupt hoch? Effektivität stark abnehmen, wenn ich nicht mehr bin. Mach dir um uns keine Sorgen, Bex. Du hast uns sehr viel beigebracht. Danke und. Oder springe ich jetzt wieder in den Tod? Gesagt habe, ich ficke eure Mütter. Ich dachte, wenn ich euch beleidige, wird das hier vielleicht einfacher. Ich hatte eine Liste mit Zielen, die jetzt niemals erreicht werden. Ich hatte große Pläne für Dexter. Schick uns deine Pläne und wir senden sie um. Versprochen. Komm, mach dich nicht lächerlich. Ihr wüsstet nicht mal, wie ihr anfangen solltet, euch in ein Cyborg-Gehirnnetzwerk umzuwandeln. Ich habe gerade Daten von meiner nächsten erfolgreichen Dead-Sec-Rekrutierung gescannt. Du bist also doch ein Softie. Als hättest du Babyfotos von uns. Tja, Emotionen sind mir offenbar doch nicht ganz fremd. Tschüss, Bagley. Du hast mir echt einige Nerven gekostet. Nein, ist sie nicht. Doch, du greifst einfach rein. Nein, bei dieser hier stirbst du. Es muss getan werden. Wenn du dir Sorgen um mich machst, denk daran. Ich wurde programmiert, um DeadSec zu dienen. Und das dient euch. Und nochmal. Also bitte, lasst mich meinen Zweck erfüllen und euch helfen. Logikfehler. Kompletter Shutdown eingeläutet. Wir waren ein wirklich großartiges Team. Fehler 21255. Sprachprozessor. Kann ich den Vorgang stoppen? Oh, Bex, schön wär's. Konzentrier dich auf mich, ja? Ich frage mich, wo gehen KIs hin, wenn sie sterben? Komme ich in eine Cloud? Vielleicht sehe ich dich als Komponente in deinem Elektrorollstuhl wieder, wenn du alt und grau bist.
Mach dir keine Sorgen, Vex. Schieb das beiseite. Denken, Gedanken, Ideen, Gedächtnis. Bradley. Liebe, Erdbeeren, Pudern. Arthur. Ich komme nie drüber hinweg. Was soll das heißen? Nie hinwegkommen. Es heißt, jemand Geliebten zu vermissen. Kommt über mich hinweg. Nein, Bex. Niemals. Jetzt haben wir alles getan, was wir tun mussten. Komme ich in eine Cloud? Bloom bestätigt, dass der tödliche Infrastrukturangriff, der London heimgesucht hat, endlich von allen CTOS-Systemen gelöscht wurde. Die Identitäten der Zero-Day-Hacker-Gruppe hinter dem Angriff sind noch unbekannt. Aber Quellen zufolge hat DedSec das Virus aufgehalten. Infolge der Beckley-Angriffe in der letzten Woche führen tausende Londoner an ihren Optikgeräten ein, Zitat, Jailbreak durch, der die vorgeschriebene CSA-App deaktiviert. Der Sirs warnt alle Bürger eingehend. Die Metropolitan Police will unter ihrem neuen Deputy Commissioner Caitlin Lau wieder in London Fuß fassen. Lau meinte, sie werde erst ruhen, wenn die Würde der Met wiederhergestellt wurde. Einer Sozialbausiedlung in Kentish Town erklärten ihr Wohnungsbauprojekt zu einer Kelly-freien Zone. Die Organisatoren behaupten, selbst für die Sicherheit sorgen zu müssen, da Albion in überragendem Maße die... Ein Ex-Albion-Ingenieur, Hamish Bolaji, hat einen weiteren Albion-Skandal aufgedeckt. Diesmal geht es um ein geheimes Steuerungsroboterprogramm. Veröffentlichen Bürger weiterhin immer mehr Beweise für den Machtmissbrauch von Albion und die Korruption innerhalb der Sirs über die DedSec-App. Tausende Bilder, Ton- und Videoaufzeichnungen scheinen darauf hinzudeuten. Die Dark Web-Gruppe, bekannt als 404, ist an die Öffentlichkeit getreten und hat Beweismittel zu einer groß angelegten Geldwäscheoperation auf den britischen Jungferninseln vorgelegt. Kontrollgremien loben die Gruppe für die Enthüllung der einst unantastbaren Wirtschaftselite. Den DedSec-Widerstand unterstützten zu einem weiteren Zusammenstoß mit Albion-Einheiten. Die Gruppe selbst ist dabei ungewöhnlich ruhig seit dem Bagley-Angriff. Was die Frage aufwirft, ist DedSec wieder einmal verschwunden? Ja, fertig. Ich wollte gerade ein paar Emotes in meinen Chat schreiben, aber wie blöd ist das denn über die Twitch-App? Bitte, schön. Ich konnte ja nicht raustappen jetzt, wegen Spiel und so. Und wir haben jetzt hier natürlich gerade keine Musik. Ich kann selber ein bisschen Musik machen. Ja, ist fertig. Mir bleiben ein paar Fragen offen. Ich weiß nicht. Sabine ist nicht tot. Ich glaube nicht, dass Sabine tot ist. Ich hätte mich gern von Mura verabschiedet. Ja, war irgendwie jetzt, also gab spektakulärere Missionen. Ich meine, ich bin ja froh, dass das jetzt so war und nicht hier noch mal so eine Drohnenaktion. Aber ja, ist vorbei. So, was sagen wir jetzt dazu? Hat tatsächlich doch nochmal 2 Stunden gedauert jetzt, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum Sabine jetzt... warum Mary, unsere Albion-Rekrutin, dort runtergefallen ist. Ich werde mir das nochmal anschauen müssen. Wieso kann ich dann über den Stream-Manager in der App nicht im Chat schreiben? Das ist ja schon ein bisschen peinlich. Da ist ja alles zugeballert mit... Muss ich so über meinen Chat gehen, über meinen einfachen. So.
Ich lasse das mal ein bisschen schneller durchlaufen. Aber ich finde, es gehört sich, dass man die Credits durchlaufen lässt. Wir hören dabei ein bisschen Musik, quatschen. Da waren wir nur mal kurz weg und schon durchgespielt. Ich meine, die lassen sich natürlich Optionen offen für nächste Teile. Es gibt ja... Ich weiß nicht, ist das der dritte oder vierte Watch Dogs Teil? Also es gibt auf jeden Fall Watch Dogs und es gibt Watch Dogs 2. Ich weiß gar nicht, gibt's Watch Dogs 3? Oder war das jetzt quasi der dritte Teil? Das ist der dritte Teil, okay. Also es gibt... Es ist eine Reihe. Es könnte natürlich sein, es gibt dann irgendwann Watch Dogs 4. Keine Ahnung, ob da schon irgendwas angekündigt war. Hab das jetzt immer nicht so... Also ich hab's schon verfolgt, was so an Trailern und so kam, aber man kriegt ja auch nicht immer alles mit. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Taylor Swift. Ich hab grad übrigens irgendeine random Playlist laufen auf Spotify. Pop Drive oder so heißt die. Kann ich das hier lauter machen? Nee. Okay. Ja. Dann gucken wir uns die Credits jetzt noch kurz an. Und dann haben wir heute noch 2 Stunden Zeit. Und Chat, ich habe heute ein Spiel gekauft. Und das gucken wir uns jetzt an. Also wir machen jetzt nicht direkt das nächste Story-Game. Das nächste Story-Game starten wir am Montag. Montag bin ich das nächste Mal dann da. Und da habe ich mir sogar schon ein Spiel ausgesucht, was wir dann spielen. Ja, aber damit fangen wir heute noch nicht an. Erstmal kurz ein bisschen... durchatmen, Spiel durchgespielt, bisschen zelebrieren. Ja. Das heißt, ich habe heute ein Spiel beendet und ein Buch fertig gelesen. Das ist voll der erfolgreiche Tag heute. Und das alles zum Internationalen Kindertag, wo die Thüringer heute Feiertag hatten. Sonst niemand. Schon krass, wie viele Leute so mit dem Spiel zu tun haben. Sei es jetzt das direkte Entwickeln und Programmieren oder seien es die Übersetzungen, die Texte an sich. Also mein Traumjob wäre ja, Spieletexter zu sein. Ja. Spieletexter wäre mein Traumjob. Also falls ihr jemanden kennt, der jemanden sucht, schlagt mich vor. Ich möchte Dialoge schreiben. Ich möchte diese Texte schreiben, die ich mir selber nie durchlese. Wie in diesen ganzen Memos und so. Das möchte ich schreiben. ja, das wäre mein Traumjob. Wie bin ich jetzt gerade drauf? Achso, krass, wie viele Leute an so einem Spiel... beteiligt sind, ne? Eben Programmierer, Texter, Übersetzer, Tester, dann das alles ja in den verschiedensten Distributionsgebieten und es ist schon krass. Ja, Thüringen hatte heute Feiertag. Kein Wunder, dass so viele Leute bei euch waren. Also, lebst du in einem Bundesland, was an Thüringen grenzt? In einem Bereich, wo du mit Menschen zu tun hast und dir ist dann quasi heute aufgefallen, dass einfach viel mehr los war als sonst mittwochs. Das schlussfolgere ich jetzt aus dieser Nachricht. Bau bitte ein paar Easter Eggs für mich ein, wenn es ein Spiel ist, was ich potenziell auch spielen würde.
Der Rücken. Ja. Ja, das wär voll nice, ey. Kann man nicht so einen Job auch von zu Hause aus machen? Soll ich mich einfach mal bei irgendwelchen Entwicklerstudios bewerben? Weniger mit Menschen zu tun, aber ich war einkaufen, da war mehr los als sonst. Ja. Ich muss halt sagen, wenn ich an der Bundeslandgrenze wohnen würde und ich hätte einen Feiertag, den es im anderen Bundesland halt nicht gibt, würde ich wahrscheinlich auch kurz über die Grenze fahren und das halt nutzen, wirklich um was einzukaufen oder was zu shoppen oder was auch immer. Da kannst du halt den Feiertag gut nutzen. Ich wohne hier mitten in einem Bundesland, wo es mir gar nicht nutzt, wenn ich Feiertag habe und andere nicht, weil ich müsste übelst weit fahren, damit mir das was bringt. Ja. Ja. Und sonst so Chat? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Mittwoch. Mein Mittwoch war tatsächlich relativ entspannt. Ich habe ja noch Urlaub. Aber der Urlaub neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Und dann mal gucken. Ich glaube, dann habe ich frühestens Weihnachten wieder frei. Wenn überhaupt. Ach, das Theron. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Schön, dass du dabei warst. Schönen Donnerstagmorgen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was spielen. Julia könnte sich vielleicht denken, was ich mir vielleicht gekauft habe. Vielleicht. Ich wohne in einem überwiegend evangelischen Bundesland. Meine Frage daher, was ist dein Feiertag? Ja, ich muss auch sagen, tatsächlich hat ja letztens Berlin den Muttertag, glaube ich, als Feiertag bekommen. 8. März. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, hat Berlin wahrscheinlich nächstes Jahr oder so noch einen Feiertag zusätzlich. Und dann langsam stopp, ne? Stopp, Berlin. Das geht nicht. Ich meine, ich habe auch nicht so viele Feiertage hier. Und noch dazu kommt, für den einen Feiertag bezahle ich. Ich glaube, wir sind das einzige Bundesland, was für einen Feiertag bezahlen muss. Das finde ich so eine Frechheit, wirklich. Wie gesagt, Berlin zum Beispiel hat den 8. März bekommen, die müssen auch nicht dafür bezahlen. Oder Thüringen, den 20. September, der ist ja auch noch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob das jetzt 3-4 Jahre ist. Maximal, so lange haben die den, glaube ich, noch gar nicht. Die müssen auch nicht für den Feiertag bezahlen. Aber wir. Ja, ist wahrscheinlich, weil wir einfach dumm sind hier in dem Bundesland, was wir mal mit uns machen lassen. Es ist wirklich doof. Ja, wir spielen jetzt ganz, ganz schlimmes Zeug. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar ein Spiel, wo wir auch nebenbei Musik hören können. Ich überlege aber gerade, ob ich mir gleich kurz was zu essen hole. Weiß nicht, irgendwie eine Scheibe Brot mit irgendwas drauf. Weil ich habe ein kleines Hüngerchen. Und ich glaube, das passt jetzt ganz gut, wenn wir eh das Spiel wechseln, dass ich mir fix was zu essen hole. Mach das, Julia. Hol dir was zu trinken. Ich warte, bis das durch ist. Aber ja, vor dem Spielwechsel hole ich mir was zu essen.
Ich weiß auch nicht, bei welchem Land sind wir jetzt eigentlich mittlerweile? Welches Land wird hier gerade präsentiert? Das sieht nach Frankreich aus. Oh, dann sind wir jetzt schon bei Ubisoft selbst. Das wäre ja gut. Dann geht's dem Ende entgegen. Ich finde aber, ist das normal eigentlich so, dass hier das gerade einfach nur schwarzer Bildschirm ist? Müsste da nicht vielleicht irgendwie mal hier und da ein Bild oder so auftauchen? Oder zumindest so in dem Stil von Watch Dogs halt irgendwie was? Das ist schon ein bisschen trist. Ich muss mal kurz was gucken. Interessiert mich. Okay, das ist krass. Es gibt Streamer, die haben so eine Ausdauer, die einfach 5, 6, 7, 8, jetzt schon seit 10 Stunden versuchen, einen Boss zu legen. Mein größter Respekt, wirklich, ich würde das nicht, ne. Niemals würde ich das machen, durchziehen. Oh, wir sind schon bei der Musik, die wir nicht gehört haben, leider. Aber die Musik kommt immer relativ am Ende der Credits. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Klingt nach Miley Cyrus, oder? The Bug Podcast. Legal Notice? Okay, wir sind am Ende. Da muss ich ja sagen, da hätte ich gar keine Lust drauf zu schauen, dass in den Credits alles rechtlich korrekt steht und nichts vergessen wurde. So Datenschutzbeauftragter und so. Gibt Menschen, die machen das gern. Für mich wäre das nix. Die Credits laufen jetzt seit einer Viertelstunde übrigens. Ich frage mich auch, wer sammelt diese ganzen Infos hier? Ich meine, so ein Spiel entwickelt sich ja auch nicht in 2 Monaten. Muss ja jemand geben, der das alles über die komplette Zeitdauer der Entwicklung sammelt, speichert, zusammenträgt. Crazy.
Das Teil ist ramponiert. Können wir immer noch ausschlachten, was wir halt brauchen können. Nicht ausschlachten! Hä? Scheiße, ist das Beckley da drin? Ich bin Beckley, Ihr persönlicher Assistent. Ich mache Ihr Leben auf viele Arten leichter. Suchen Sie Unterhaltung, empfehle ich die Weinmesse in Notting Hill heute Abend. Im Umkreis gibt es mehrere ausgezeichnete Eisläden und... Oh mein Gott, höre ich mich wirklich so an? Die Vorhersage für heute: 34 Albion-Angriffe, 59 Abschieberazzien, 857 Terabyte gestohlene Personendaten und eine Widerstandsgruppe schmollender, jammernder, einfach erbärmlicher Agenten. Dürfte ich vorschlagen, dass sie jetzt mit dem Selbstmitleid aufhört und wieder in London aufräumt? Alle mal herhören, kaum zu glauben. Bagley ist zurück. Da war Mura und Bagley. Alle Kapitel abgeschlossen. Mission gestartet? Was? Hallo, wenn du einen Augenblick hast, könntest du mal zu meinem Terminal kommen. Das ist ein bisschen peinlich, aber mir geht's nicht gut. Okay. Bitte was? Wir kriegen immer noch neue Missionen. Okay, aber Hauptmission. Alle tot. Und jetzt ist hier auch ein Bild von Sabine. Bei Zero Day. Krass. Juhu, geschafft. Seht die Karte? Nee, wir könnten rein theoretisch jetzt immer noch hier die ganzen Stadtbezirke befreien. Drohnenexperte. Na gut, das wäre natürlich für manche Missionen nicht schlecht gewesen. Imker. Fußball-Hooligan. Hacker. Wir haben es geschafft, Chat. Keine Hauptmission mehr. Alle tot. Wir haben 51.000 Geld. Ja, in diesem Sinne würde ich das Spiel an dieser Stelle auch beenden. Wir haben ja gesagt, wir spielen die Hauptmissionen durch. Wo ist Mura? Lass uns noch kurz zu Mura stellen. Mura ist nicht da. Oh no. Oh, schade. Aber Mura ist in unserem Herzen. Ja. Cool, wir haben das Spiel beendet. Yay, und ich habe noch 2 Wochen, bis Assassin's Creed rauskommt. Ich habe tatsächlich noch nicht so wirklich eine Tendenz. Ich lasse es jetzt erstmal sacken. Weil wenn es danach geht, haben wir ja noch ganz viel auch diese Bare Knuckle Liga und überall was trinken gehen und überall Dart spielen und so kann man ja rein theoretisch auch alles noch machen. Und hier, die können wir auch alle noch rekrutieren, wenn wir es hinkriegen würden. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch mache. Aber es läuft ja nicht weg. Ja. Genau. So, nochmal speichern. 5-mal gespeichert. Nee, ich wollte beenden.